Die evangelische Studierendengemeinde ESG in Erlangen betreibt seit dem letzten Sommer das sogenannte Verschenkehäusle. Svenja Schurig und andere aus der ESG kümmern sich um das hübsche Holzhäuschen. Es ist öffentlich zugänglich. Jeder, nicht nur Studierende, kann hier Sachen abgeben oder kostenlos mitnehmen. Ein praktischer Beitrag zum Klimaschutz. In unserer Gesellschaft wird hier total viel weggeschmissen, was eigentlich noch gut und brauchbar ist. Aber man weiß dann oft nicht so richtig, wohin damit. Und deswegen ist es eine total gute Idee, diese Sachen hier zur Verfügung zu stellen, die andere vielleicht noch benutzen können und dann diese Sachen eben nicht wegzuschmeißen und nicht zusätzlich Müll zu produzieren. Es wird sehr gut angenommen. Also ich wohne ja hier direkt nebenan. Ich gehe eigentlich jeden Tag dran vorbei und ich sehe andauernd Leute, die hier reingucken und sich Sachen mitnehmen und auch wieder Sachen reinlegen. Die 23-jährige Theologiestudentin gehört zum sogenannten Gemeinderat der ESG. Was gibt's heute? Blumenkohl-Curry wird das. An jedem Dienstagabend und Donnerstagmittag essen die Studierenden gemeinsam. Heute hat ESG-Pfarrer Martin Höpfner gekocht. Mit seiner Frau Ann-Sophie und Kollegin Marita Schiewe sind sie für die Studierenden da. Das Essen ist grundsätzlich vegetarisch, oft auch vegan. In der ESG treffen sich Studierende vieler Fachrichtungen. Doch eines verbindet sie. Klimaschutz liegt den Studierenden am Herzen. Also das Thema Nachhaltigkeit wird immer wieder auch eingefordert. Ich fand das sehr bezeichnend, als ich hier angefangen habe vor 2 Jahren, dass es gleich hieß, ja, es wird sowieso nur vegetarisch gekocht. Das haben die Studierenden schon vor Semestern beschlossen. Die ESG ist auch Standort von Fairteiler, einem Erlanger Foodsharing-Projekt, nicht nur für Studierende. Lebensmittel kommen aus Supermärkten und sind eben auch noch gut. Also sie sind quasi auch Mindesthaltbarkeitsdatum eben abgelaufen, prinzipiell. Aber es sind eben noch lecker und ich finde, viele Leute schmeißen einfach Sachen weg und denken sich, naja, das kann man nicht mehr essen, aber in Wirklichkeit ist es eben noch haltbar. Ehrenamtliche betreuen den Fairteiler und füllen den Kühlschrank regelmäßig auf. Den hat genauso wie das Verschenkehäusle die Stadt Erlangen finanziert. Und natürlich ist die ESG auch mit dem grünen Gockel der evangelischen Landeskirche als umwelt- und klimafreundlich zertifiziert.